Willkommen bei Jan Classic. Mein Name ist Michael Kappenstein hier auf der Techno Klassiker 2023. Ich zeige euch heute mal einen Daily Driver, so für jeden Tag, auch für die, die nicht in die Großstadt sonst kommen, wenn sie kein Auto haben mit einer grünen Plakette. Der hätte eine grüne Plakette A, aber er hat ein H-Kennzeichen. Eine H-Zulassung haben wir hier. Wir haben auch ein Wertgutachten von diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat eine Note von 3 und ist hier bewertet worden von dem Sachverständigen der Classic Data mit 8.500 Euro. Wir haben hier ein 230er Coupé des Types W 124. Der Mercedes hat viele Kleinigkeiten an Blessuren. Man sieht hier und da so ein bisschen was im Lack. Wir haben hier so vorne an den Seiten, ne, das ist so ein Lack mal nachgetupft. Wir haben hier vorne so ein paar Kratzerchen drin. Und die Heckscheiben hinten zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, die wir hier an dem Fahrzeug haben. Ansonsten rosttechnisch ist hier nichts zu bemängeln. Der Wagen hat auch die Wagenheberaufnahmen sind in Ordnung. Wir haben hier ein paar Alufelgen drauf getan vom Kunden und haben neue 265 R16er Michelin Ganzjahresreifen drauf. Die Gurtaussteller funktionieren einwandfrei. Die Automatik läuft klar und rund, ruhig. Wir haben hier hinten leider, das ist die Jalousie. Die Elektrik funktioniert nicht, haben wir auch nicht geprüft. Das Fahrzeug verkaufe ich im Kundenauftrag. Hier wurde der Motor mal ausgetauscht. Hier ist die Rechnung von vorhanden von dem Motor. Der gebrauchte Motor hatte sogar etwas weniger gelaufen als der aktuelle, der hier drin ist. Der aktuelle, der hier drin ist, hat 235.500 Kilometer rund gelaufen. Wir haben hier so ein paar kleine Extras, wie zum Beispiel die Automatik in Schiebedach, elektrische Fensterheber. Wir haben Leichtmetallfelgen, die neuen Michelin-Reifen. Im 9.22 ist hier ein Service dran gemacht worden. Bis 10.24 hat der Wagen TÜV. Wir haben die Ausführung 2,3 Liter mit 2298 Kubik in 132 PS. Erstzulassung war 1.92. Gibt es nicht viel zu sagen. 7.500 Euro Verhandlungsbasis hier für ein tolles, sportives Coupé. Und hier auf der Messe Techno Classica anzuschauen. Und bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden. Gibt es eigentlich nicht groß was zu sagen, zu zeigen. Habe euch ein paar Kleinigkeiten aufgezeigt, die vielleicht hier nicht so optimal sind. Kein zeitgenössisches Radio drin oder so, aber ansonsten einfach fragen. Der Ennis kann euch noch mal ein paar Aufnahmen machen, von innen wie von außen. Und dann sage ich schon mal vielen Dank, bis bald bei Jan.